Ja, hallo, ihr Lieben, es ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Diplompsychologe und dies und das und jenes. Und ja, wir besprechen heute mal wieder eine Dating-Situation. Und ich glaube, das war so in der Richtung, habe ich es verkackt, mein Dating. Und genau, wir gehen das mal durch. Gibt noch ein paar Bootcamp-Plätze, ich glaube in Berlin und noch irgendwo. Und es gibt ja diesen neuen Resilienzkurs zum Frühbucherpreis bei mir. So, okay, Nachricht von Rostevkov. Ich bleibe hier weiter bei meinem Namen. Genau, hi Christian. Also wenn du auch solche Fragen stellst, willst, geht übrigens über ein Formular auf liebeschipp.de. Ich bin schon länger auf deinem Kanal unterwegs, mache viele Kurse. Und sehr gut. Und bin mit meinem großen Verlustangstthema bei dir eingestiegen und noch mitten in der Umprogrammierung des Liebeschips Modul 1. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, Scheiße zu bauen und brauche deinen Rat. Ich bin Mitte 30 und habe wieder Online-Dating, Klammer auf Fehler 1. Ja. Eine Frau, ebenfalls mein Alter, kennengelernt, sie nach den Regeln der Polarität über die letzten 3 bis 4 Wochen gedatet. Beim zweiten Date geküsst und beim dritten Date gab es auch SEX. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch, gute Arbeit. Jetzt schreibst du zwar Fehler 2 bei dem Bunga, aber ich sehe da keinen Fehler drin. Also das sind ja nur so Vorsichtsmaßnahmen, wenn man, naja, okay, ich habe das so oft thematisiert, aber aus der Polaritätssicht alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, würde ich mal sagen. Gut. Ich mache doch mal hier ein bisschen mehr Licht, glaube ich. So. Jo. Die Gespräche, grundsätzlich, wir verstehen uns super. Die Gespräche sind toll, unsere Dates waren sehr entspannt und es besteht eine gegenseitige Sympathie, die eben auch recht bald zu Körperlichkeiten in einer gewissen Selbstverständlichkeit führten. Ja, und daraus kann man sehen, dass du alles richtig gemacht hast, weil dann hat man keine Kopfschmerzen, sondern alles entwickelt sich im natürlichen Tempo. Wirklich super. Sie hatte bisher noch keine Beziehung, Fehler 4. Ja, also bevor sich jetzt wieder Menschen auf den Schlips getreten fühlen in meinem Programm, die noch keine oder ganz lange Single waren oder ganz wenig Beziehungen hatten, ihr seid bei mir auf jeden Fall richtig. Es ist nur vielleicht keine gute Idee, wenn man gerade sein Liebeschip umprogrammiert und dann jemanden zu daten, der noch nie eine Beziehung hatte. Und dann auch zu meinen, das läuft alles ganz easy. Also den Fehler habe ich zumindest mal gemacht in meinem Leben und auch gemerkt, dass auch, ja, das, also ich habe für mich da aus dem Fall rausgezogen, ich würde das nicht nochmal machen, einfach weil ich selber weiß, dass wir das nicht gut tut. Und manchmal ist es ja auch das Verrückte, was man hier auch sieht. Du nutzt jetzt das Material von den Datingkursen und erzielst Ergebnisse. Das heißt, du erzielst bei dieser Frau auch mehr Ergebnisse unter Umständen als viele, viele andere Männer. Und es kann durchaus sein, dass sie mit dir, ich glaube, da kommen wir auch gleich zu, jetzt eine Beziehung will. Also du kannst es natürlich probieren, aber ne, mein Versuch macht klug, aber das ist manchmal auch so eine Sache, das habe ich glaube ich noch gar nicht drüber geredet, dass man manchmal dann Erfolge erzielt an Stellen, wo man das vielleicht trotzdem überlegen sollte, ob man das jetzt macht oder nicht. Ne? Aber mein Gott, irgendwann wird diese Frau natürlich auch mal die erste Beziehung haben und ja, klar, kann man natürlich auch die Person sein, mit der sie das dann hat. Aber ich verstehe schon, wenn man Mitte 30 keine Beziehung hatte, klar, das wird zunehmen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, weil diese Unverbindlichkeit zunimmt. Beziehungskonzepte auseinanderfliegen, gehe ich ja auch in meinem neuen Buch drauf ein. Aber, ja, okay. Warum ich überhaupt auf Online-Dating war, weil ich mir doch irgendwie Nähe wünsche. Verständlich. Und dann würde ich natürlich jetzt wieder sagen, nutze das Material noch mehr und gehe in Smalltalk mit Frauen. Gegen wohin, wo Frauen sind, versuche mit denen ins Gespräch zu kommen. Klar, das scheint erstmal anstrengender zu sein, aber es hoffe ich erfolgversprechend. Aber du hast ja jetzt hier auch Erfolg gehabt, ne? Mein Gott. Und meine Ungeduld geht offline zu langsam. Okay.
Fehler 6 schreibst du hier, aber gut, das, ich verstehe es natürlich. Ne? Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir es ruhig angehen lassen, was das Labeln unseres Beziehungsstatus angeht. Jetzt kommt allerdings das Problem. Ich befürchte, sie verliebt sich. Ja, du bist jetzt richtig schön laid back hier, machst alles richtig. Ich allerdings mich nicht in sie. Oh, okay, als Mensch ist sie für mich ein Match, aber die körperliche Anziehung für mich ist eher gering. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Sie ist nicht ganz mein Typ und ich bin selbst schockiert, wie sehr mich das Äußerliche dann doch beschäftigt. Ja Gott, das ist ja auch irgendwie so ein Twitter-Blasending. Ja, die inneren Werte. Natürlich zählt das Äußerliche. Ich meine, wir können uns unseren Programmierungen und sollten uns den auch nicht völlig verwehren. Und ja. Jetzt könnte man natürlich überlegen, weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, ob du hier so ein bisschen ins Minus gehst, sogar noch mehr als sie. Und ob das ein Thema ist, was du dir angucken wollen würdest. Aber vielleicht bist du auch einfach nicht, ist sie einfach nicht. Also klar, ihr habt angefangen zu daten und jetzt merkst du irgendwann, nee, passt doch nicht richtig. Ja, das ist passiert, ne? Mir wird nun Angst und Bange, dass ich mich in eine Beziehung mit ihr verrenne, wo ich Commitments eingehe, die ich nicht eingehen will. Ja gut, da kann man natürlich ganz hart sagen, du musst einen Scheiß, ne? Dann sag, du willst es nicht und fertig, ne? Sie macht mir dann einen Augenblick überhaupt keinen Stress, aber ich mir, weil ich die in die Zukunft projiziere, was da kommen könnte. Ja, das kann man sich natürlich, also ich verstehe dieses Dilemma und das ist auch ein Dilemma, wenn man, ich weiß nicht, ob das wieder so ist, ich kenne das Dilemma so, wenn man so ein bisschen co-abhängig denkt, dass man dann immer schon an den anderen denkt und was, wie ist das jetzt für den und für den schon mitdenken will und ihn in Anführungsstrichen retten will, also in diesem Fall retten vor dir. Und das, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das komplett falsch ist. Also es gibt jetzt hier so zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, boah, ist echt überhaupt nicht mein Problem, ich bin ja komplett ehrlich und wenn sie mich dann weiter daten will, wo ist das Problem? Auf der anderen Seite, warst du vielleicht schon mal in ihrer Situation, könnte ich mir vorstellen, und weißt, wie das ist, wenn man an jemanden festklebt, der eigentlich richtig will, und sagst dir dann vielleicht, ja, ist es nicht wirklich aus allgemein, vielleicht ist es ja auch gar kein co-abhängiger Impuls, sondern aus allgemeiner Menschlichkeit, weil ich weiß, wie scheiße das ist, tue ich dir das lieber gar nicht an. Ich könnte jetzt nicht zwingend sagen, was da richtig ist, weil das ist, kann man wirklich aus beiden Seiten sehen und man nimmt manchmal auch Menschen zu viel ab, so, ne? Also, aber gut, dass sich das jetzt nicht so entwickeln wird, dass du sie in 2 Monaten heiraten willst. Ich glaube, das können wir hier vorhersehen. Aber da geht es jetzt wirklich um glasklare Kommunikation, ne? Jetzt sitze ich da und bin hin und her gerissen, wie ich dir die Message geben kann. Ja, sag einfach ehrlich, klar reden ist auch Teil der Umprogrammierung des Liebeschips, ne? Seine Wahrheit sprechen, so, ne? Dass ich ihr nicht mehr als eine lockere F++, das zweite Plus steht für Treue, bieten kann. Ja, aber warum nicht? Ich meine, also das Beziehungen sind ein Verhandlungsmarkt und das wäre ein ganz klares Statement. Also da würde ich jetzt schon wieder sagen, ja, da liegen die Fakten auf dem Tisch und sie kann für sich entscheiden, was sie will. Vor allen Dingen jemand, der noch nie eine Beziehung hatte, frage ich mich auch, ob das für sie nicht eine Sache ist, die sie sich sogar vorstellen kann. Ne? Es geht ja nur darum, dass es passt irgendwie. Ne? Und wie sie darauf reagiert? Ja, was soll sie schon machen? Soll sie dir die Ohren abreißen oder was? Nee, es wird schon nichts passieren. Ne? Also da denkst du vielleicht wirklich ein bisschen viel für sie mit so. Das ist schrecklich für mich, weil ich mich jetzt fühle wie jemand, der sie ausnutzt. Ja, aber überleg das nochmal. Wie kann man jemanden ausnutzen, dem man glasklar sagt, was jetzt Sache ist? Gut, wenn sie, ist jetzt ja immer so eine Mail, ne? Ich muss ja immer ein bisschen reinraten. Also wenn du natürlich jetzt sehen würdest, sie gerät in eine krasse Liebessucht und entwickelt so eine Abhängigkeit von dir und ihr geht schlecht, also klar. Wenn man merkt, das geht auf so eine Bahn, kann man natürlich sagen, oh, ich weiß nicht, ich übernehme mal für uns beide Verantwortung, das gehört schon, finde ich, zu Liebe dazu. In dem Fall, dass man dann sagt, du, ich glaube, das
das entscheide ich mal für dich jetzt mit, dass das irgendwie keine gute Sache ist. Aber an dem Punkt seid ihr ja eigentlich nicht, ne? Aber ich muss zugeben, spannende Frage, die ich jetzt auch nicht, merke ich so beim Lesen, nicht so 0-1 beantworten kann. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Würde ich sehr spannend finden. Ihre Reaktion, wie sie sich bei mir meldet, lösen mir Beklemmung, Fluchtreflexe aus. Also du bist auf jeden Fall komplett im Minus jetzt hier. Und dann solltest du dich aber auch fragen, ob du überhaupt F++ willst. Und auch, würde ich mich auch mal überlegen, gut, wenn das jetzt jemand wäre, wo man jetzt gleich, wo es viele Hinweise gibt, dass die Bindung sicher ist, da könnte man sich überlegen, daten, also Frauen, die sicher sind, lösen bei dir jetzt Beklemmung aus, aber jetzt, da sie ewig Single war, könnte man denken, dass sie auch eher Minus war. Boah, echt, aber wenn sich jemand nach ein paar Wochen schon Beklemmung, Fluchtreflex, meinst du, du kannst dann überhaupt eine Freundschaft plus genießen, ne? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Das Bild, was ich dazu vor Augen habe, ist, dass sie sich immer mehr freut, wenn sie mich sieht und ich diese Freude nur lassen kann, wenn sie meine Zweifel und meine mangelnden Gefühle für sie nicht merken lasse. Ja, wie gesagt, das wäre schon notwendig, falls ihr weiter daten solltet. Das muss ich ja nicht jeden Tag sagen, aber dass du sie über deine Gedanken nicht im Unklaren lässt. Ne? Es gab kein Lovebombing, es gab kein Future Faking, es gab kein Fast Wording und bisher außer sexuelle Exklusivität kein Commitment und keine falschen Versprechungen. Ja, also ich muss auch sagen, das ist jetzt zwar unangenehm, ne? Es ist jetzt nicht wie bei Rosamunde Pilcher, aber ja, ist jetzt eine allgemein menschliche Beziehungssituation, wo man überlegen muss, was man jetzt macht. Ne? Und aber ist ja auch die Frage, was willst du? Ne? Reicht dir das? Reicht das dir überhaupt? Suchst du nicht auch eine Beziehung? Kostet das nicht Zeit? Und vor allen Dingen, wozu eine F++, wenn du sie gar nicht hot findest? Also ich dachte immer, Freundschaft plus wäre auch auf Hotness begründet. Ich weiß nicht, wie du das so definierst. Aber gut, am Ende des Tages könnt ihr natürlich überlegen, was ihr für ein Modell führen wollt. Also ich kann das jetzt in diesem Fall nicht so 0-1-mäßig beantworten. So, ne? Trotzdem fühle ich mich toxisch, kann langsam nachvollziehen, wie es früher meinen Partnerin mit mir ging. Also jemand, der ganz klar, also du könntest toxisch werden, wenn du hinterm Berg hältst damit, ne? Aber wenn du ihr wirklich natürlich liebevoll sagst, wo du so stehst, kannst du eigentlich nicht toxisch werden, so, ne? Aber trotzdem interessant, das Universum liebt ja diese Späße, dass uns das Universum mal die Rollen nochmal wechseln lässt, aber trotzdem ist es vielleicht kein kompletter Rollenwechsel zu dem, was du vorher erlebt hast. Aber ich weiß ja nicht, wie deine Beziehung vorher war. Ich denke mir nun, dass ich hier sage, dass ich für uns als Paar keine Zukunft sehe. Gut, das finde ich absolut on point. Vorteil wäre Befreiung für mich und Lösung des Drucks, den ich spüre. Wir beide könnten wieder unserer Wege gehen. Nachteil, ich habe Angst davor, dass ich das bereue, weil wir uns menschlich eben sehr gut verstehen und vor ihrer Reaktion. Ja, was heißt das denn dann? Ich frage dich jetzt mal, dass du als F++ eine Zukunft siehst oder dass du als Freunde eine Zukunft siehst. Gut, dieses Freundschaftskonzept glaube ich persönlich ja nicht so, wenn es um Single geht. Ja, aber ganz ehrlich, ich sage ja das doch genauso, wie du es mir sagst. So, ne? Ich meine, sieh sie mal als erwachsenen Menschen an. Ich meine, sie ist ja keine 17,5 und gut, selbst wenn sie 17,5 wäre, kann man die Sachen doch auf den Tisch packen und dann gemeinsam überlegen, was man macht, ne? Ganz besonders, weil ich glaube, sie ist gefühlsmäßig schon sehr involviert. Ja, aber jetzt denk nicht zu sehr für sie mit, ne? Ich meine, das ist, ihre Gefühle sind auch ihre Verantwortung. Aber gut, hab das, glaube ich, dargestellt. Also ich verstehe den Konflikt und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Aber willst du überhaupt so viel Hassel haben mit einer Frau jetzt? Oder willst du nicht jemanden haben, mit dem das alles easier ist? Nicht diese, wo du schon überlegst, du musst irgendwie nach 2 Wochen irgendwie super komplizierte Gespräche führen? Wäre natürlich auch eine Frage, ne? Ich sage mir zwar, sie ist erwachsen, ein gesetzter, eingerichteter Single mit großem Freundeskreis und gutem Netzwerk. Wir haben uns nichts versprochen und alles, was passiert, lief locker, flockig, ganz ohne Stress. Absolut, deswegen jetzt fang nicht wieder an mit retten und so wollen zu sehr. Also klar, es gibt so einen Punkt, glaube ich,
ich finde das nicht so gut, wenn man sagt, es wird doch alles scheißegal, was der Partner fühlt. Also da so ein bisschen das auf dem Schirm haben und mit Bedenken finde ich schon gut, aber musst echt aufpassen, dass du da nicht zu viel machst, ne? Ja. Aber der Frauenretteranteil, der mich in toxische Beziehungen geführt hat und so lange drin gehalten hat, der schreit, brüllt, insistiert, du bist verantwortlich dafür, wie sie sich fühlt. Ja, aber könnte das nicht so eine innere Kindbotschaft sein? So, dass Mami, also dass du, oder dass du es so erlebt hast, dass Mami dir vermittelt, du, oder dass du verantwortlich bist für irgendwelche in deiner Familie oder so? Also, finde du, ein bisschen neutraler könntest du da schon sein, ehrlich gesagt. Bam, und der Teil von mir, der schon umprogrammiert ist, flüstert aus seiner Ecke, nope, du bist nur dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, und fühlst du dich unruhig, in die Ecke getrieben und auf etwas zusteuern, was du vermeiden wolltest. Und wenn du schon an die Folgen für sie denkst, denk daran, was du ihr antust, wenn du nicht mit offenen Karten spielst. Ja, das solltest du mehr füttern, glaube ich, die Seite in dir. Das ist echt ein großes Problem für mich und ich will es diesmal anders auflösen, als dem brüllenden Anteil zu folgen und damit Leid und Kummer durch falsches, bequemes Verhalten in die Zukunft zu prokrastinieren und nicht zu potenzieren. Ja, also reden müsst ihr definitiv. Nur befehlt der Fahrplan und auch der Mut für das Richtige. Ja, aber da kommst du nicht drum herum. Da, den Mut findest du schon. Einfach nicht so viel drüber nachdenken, einfach anfangen zu reden. Einfach platt und kurz, wir sind nicht kompatibel. Nee, das ist ja eher so der Spruch für so toxische Beziehungen. Oder das Ansprechen und klären, was sie möchte. Genau, einfach ein Gespräch unter Freunden. Plus, plus. Aber ich, das halte ich eher für einen Strohhalm, den mir der brüllende Teil enthält. Also sollte es einen brüllenden Teil generell nicht so viel Aufmerksamkeit geben, glaube ich, wenn er schon brüllen muss. Ich weiß es nicht. Vielen Dank, viele Grüße. Ja, hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wir werden uns mal wiedersehen.